Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um die aktuelle GTA Online Eventwoche. Es gibt eigentlich keine richtige neue Eventwoche. Und zwar gibt es wieder die gleichen Rabatte und die gleichen doppelten Verdienstmöglichkeiten wie aus der letzten Woche. Ich werde euch die trotzdem einmal nennen, damit ihr halt nochmal genau alles wisst. Und ja, bleibt dann am besten bis am Ende des Videos dran, um nichts über die aktuelle GTA Online Eventwoche zu verpassen. So, dann fange ich jetzt auch an. Es gibt einmal doppelt RP und GTA Dollar auf alle von Rockstar Games erstellten Stuntrends. Da geht ihr halt einmal ins Drop-Menü und dann geht ihr bei Stuntrends und dann die von Rockstar Games. So, dann kriegen alle Mitarbeiter und Leibwächter von einem CEO doppelte Gehälter. So, dann könnt ihr aktuell diese Woche das Zeitrennen, das Premium-Rennen fahren, Stiefel auf dem Boden. Das ist nur für Motorräder. Und dann müsst ihr halt hier hinfahren auf der Karte und dann könnt ihr da halt teilnehmen. Und da gibt es gerade eine Aktion. Und zwar kriegen die ersten drei Platzierten, also erster, zweiter und dritter, dreifach RP und GTA-Dollar. Und nach dem, also vierter, kriegen dann nur noch dreifach RP, da kriegt man halt dann kein Geld mehr, also lohnt sich das nur, wenn man halt erster, zweiter oder dritter wird. So, dann kommen wir jetzt mal zu den Rabatten. Es gibt einmal 40% Rabatt auf die Zugmaschinen, also für die mobile Kommandozentrale, dann auf die Renovierungen und auf die Module. So, dann gibt es auf den Avenger 40% drauf und auf die Renovierungen und Erweiterung, sowie auf den Terabyte. So, dann kommen wir zu den Immobilienrabatten. Gibt 40% auf die Basen, auf die Hangars, auf die CEO-Büros, auf die Spezialfrachtlagerhäuser, auf die Bunker und auf die Biker-Clubhäuser sowie auf die Unternehmen von den Biker-Clubhäusern. So, dann gibt es 40% auf die Nachtclubs, auf die Renovierungen und Erweiterungen sowie auf die Nachtclub-Garagen. So, das waren jetzt auch schon alle Rabatte und doppelte Verdienstmöglichkeiten. So, dann könnt ihr aktuell diese Woche das Zeitrennen Great Ocean Highway fahren. Darüber habe ich auch schon ein Video gemacht. Da müsst ihr dann halt einfach mal auf meinen YouTube-Kanal gucken und dann könnt ihr halt euch das angucken. Da erkläre ich halt, wie man am besten fahren muss und so. So, das war's jetzt eigentlich auch schon mit der Eventwoche. Es ist halt nichts Neues dazugekommen, außer das Zeitrennen und das Premium-Rennen. Es ist ein bisschen doof, aber nächste Woche kommt ja auch schon das Casino-DLC und von davon her, glaube ich, will Rockstar Games jetzt nicht mehr so krasse Aktionen machen, ja. Wenn euch das Video gefallen hat und rund um GTA Online nichts verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und über ein Like auf das Video würde ich mich auch freuen. Und ich bin dann einfach wieder raus. Ciao, Leute.